Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Nicht wundern, dass wir jetzt hier auf einmal in diesem Gebäude drinne sind, denn ich habe 20 Minuten kompletten Part aufgenommen gehabt und dann ist mir halt wegen meinem Stromversorgungsproblem mal wieder völlig das Windows-System abgestürzt und deswegen hat leider auch nichts gespeichert auf die Festplatte. Die fällt in dem Moment halt leider auch aus, weil die Stromzufuhr für die Festplatte nicht gewährleistet wurde. Und dadurch speichert der halt dann auch nicht das, was ich gerade aufgenommen habe. Also alles ist dann komplett weg. Und ich habe gedacht, okay, ich laufe schon mal ein bisschen voraus. Wir kümmern uns im Moment nochmals für mich und für euch neu um Rathofers Lakaien immer noch. Wir sollen halt seine Urkunde finden. Und ich bin schon mal durch die Irathel-Ebenen gelaufen und hier reingelaufen. Ich weiß gerade gar nicht, wie heißt das? Doch, Korganhold, genau da sind wir jetzt drinne. Hab nun zwei Gegner oder was bekämpft, hab zwischendurch einen Stufenaufstieg bekommen. Weiß natürlich jetzt ein bisschen schneller schon, was ich will. Deswegen entscheide ich mich für Sinnesschärfe, bestätige das und setze die Punkte da rein, wie ich sie das letzte Mal auch gesetzt habe, ohne dass ihr es wisst. Und zwar möchte ich nochmal Gift aufpumpen. Dadurch kommt dann etwas Neues zustande, nämlich Exekution. Du agierst mit chirurgischer Präzision und fügst blutenden Gegnern höheren Schaden zu. Dafür entscheide ich mich. Die anderen nehme ich natürlich auch das nächste Mal mit. Gibt aber noch was, was ich will. Und zwar hier dieses Sturmbolzen-Ding, obwohl ich nicht weiß, ob das für die Chakrams überhaupt ist oder nicht. Ob es das ist, was wir eigentlich schon immer benutzen. Weil wir benutzen ja auch immer irgendwas schon. Wir benutzen zum Beispiel auch diese Nebelwand. Ich weiß gar nicht, was da wichtiger ist. Ach, nehmen wir doch. Ja gut, dann nehme ich diesmal die Nebelwand. So ist okay, 4 von 6. Falls es das ist, was wir schon immer nehmen. Und wir bleiben weiter beim Waldläufer. Damit ist das erledigt. So, Stufenaufstieg. Jetzt nehmen wir unsere Waffen. Und zwar die Dolche. Das wird prima. Dafür habe ich das letzte Mal sogar eine Errungenschaft bekommen, die leider jetzt nicht mehr aufgenommen ist, was voll scheiße ist, weil es war voll cool. Aber vielleicht klappt es ja nochmal. Und es klappt nochmal. Wunderbar. Ja. Das ist toll. Ist genauso gut gelaufen wie das letzte Mal. Ärgert mich aber ein bisschen, weil es einfach so toll ist, wenn das so spontan passiert. Und dann jetzt kommen Gegner. Ach so, warte, ich muss ja meine Waffen Gut. Und die giftige Blut, sag ich schon, Giftlache dann wieder, die hier schön aufplatzt. So, wir gehen hier weiter durch. Oh, wehe, ich muss diesen Part nochmal aufnehmen, echt. Wehe. Ich war sogar schon auf der anderen Inselseite wieder, das ist echt. Naja, ich werde mich immer noch darauf freuen, dass wir eines Tages hier mal wegkommen. So, da sind so Spackos da oben, die interessieren mich aber einfach mal nicht, rechts oben. Mache hier einfach mal weiter. Will das schnell hinter mich bringen. So, die überraschen wir jetzt mal, die hier vor uns sind. Hi! So, aus die Maus hier, nervt nämlich. Und dann holen wir uns, was wir hier begehren. Und zwar Rathofers Urkunde und Schlüssel zum Gewölbe von Korganhold. So, weg hier. Keine Zeit verlieren. Soweit ich weiß, hatte ich hier auch nichts Tolles, Brauchbares gefunden.
Hier schleichen wir uns wieder einfach mal vorbei. Was soll das auch? Können wir auch nochmal durchgehen. Ist mehr oder weniger eine Abkürzung. Genau, jetzt habe ich hier dieselben Truhen wie das letzte Mal, aber weiß nicht, ob der Schild besser ist. Den habe ich das letzte Mal nicht gehabt. Hey, das hat das letzte Mal auch oben geklappt. Hör mal auf abzubrechen. Hör mal auf abzubrechen. Oh. Ja. Komm. Wie viele Dietriche willst du noch? Hier irgendwelche suspekten Käfige und natürlich neue Gegner. Purpur-Sinterdecke? Aha. Was auch immer wir damit machen können. Meine Alchemie hat mich irgendwie... So Alchemie interessiert mich immer nicht so doll irgendwie. Ich glaube, ich bin eher echt der Typ, der dann Sachen direkt kauft, wenn ich was brauche. Oder halt was finde. So. Dasselbe alles herzustellen immer, naja, also mit den Waffen finde ich das noch ganz cool, aber mit den Tränken, hm. Ja, wir haben, was wir wollten, das ging relativ schnell. Ist ja klar, ich wusste ja auch, was auf mich zukommt. Tote Hose im Gebäude, alles leergefegt, naja, nicht alles. Das letzte Mal habe ich wirklich alle getötet, diesmal nicht. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hier wird mir jetzt wahrscheinlich jemand hinterherlaufen. Oder auch nicht. Letztes Mal lief mir einer hinterher, aber ich weiß nicht, was es war. Er hat dann irgendwann kehrt gemacht. Ach so, und wir können hier auch wieder Schnellreise nehmen, genau. Da müssen wir nicht hier durch die ganze Ebene rennen. Und dann gehen wir jetzt hier in diese Kneipe oder was? Und reden mal mit dem Typen, der die Urkunde jetzt kriegen soll. Also nicht der, von dem wir den Auftrag haben, sondern jemand anderes. Hallo. Ratofer hat euch endlich geschickt. Nachdem er sein Leben 10 Jahre lang an meinem Zapfhahn vergeudet hat, schickt er hierfür jemand anderen. Nun, ich habe viel zu tun, Fremde. Sagt, was zu sagen ihr gekommen seid. Ich will Ratofers Urkunde verkaufen. Er hat meine Söhne genommen. Er hat alle Söhne und Töchter, Männer und Frauen Aitens genommen, als er in den Krieg zog. Und zurück kam nur ein einzelner Mann, zerbrochen und verzweifelt, der bettelte, um seine Erinnerungen ertränken zu können. Wenn Ratofer seiner Armut entfliehen will, so sage ich, lasst ihn darin verrotten. Ihr müsst weitermachen. Glaubt ihr, es bereitet mir Freude, jedes Mal an meine Söhne zu denken, wenn dieser Trunkenbold hereinkommt? Doch ihr habt recht. Ich weiß, was er mit dem Geld vorhat. Und wenn es ihm dabei hilft, kann er jede Münze haben, die ich je gespart habe. Gebt mir die Urkunde. Ich werde sie verbrennen. Sie wird ein Teil seines Lebens sein, den er nie zurückerlangen kann. Ja, das ist traurig, aber verständlich. Ich verkaufe meinen Plunder und hau ab. Wir haben immer geöffnet. Weil ich zu Rathofer zurückgehe, denn man hat jetzt so ein bisschen mehr erfahren, warum wir das alles überhaupt gemacht haben, weil ich ja vorher gar nicht so mit dem Rathofer geredet habe. Wussten wir gar nicht, wofür wir das ja alles sammeln, das Geld. Also er wollte es halt haben, weil wir wissen nicht, wofür. Und das erfahren wir jetzt halt nochmal. Was braucht ihr, Fremde? Was machen meine Angelegenheiten? Urkunde ist verkauft. Dann wurde die Urkunde tatsächlich verkauft. In den Jahren seit meiner Rückkehr habe ich nie so viel Gold auf einmal besessen. Nun hält mich nichts mehr zurück. Dank euch. Es ist an der Zeit zu tun, was ich schon vor Jahren hätte tun sollen. Was habt ihr mit dem Geld vor? Eine Klinge kaufen.
Ich gehe nach Rathir und schiffe mich nach Melsentia ein. Ich gehe an die Front. Vor 10 Jahren brach ich von hier auf, mit dem Versprechen von Ehre und Aitens Jugend. Ich kehrte allein zurück und trage ihren Tod seitdem auf meinen Schultern. Das, was ich hier mein Leben nannte, habt ihr verkauft. Nun ziehe ich wieder in den Krieg als namenloser Soldat. Ich bete, dass ich nie zurückkehre. Ja, ist irgendwie traurig, so, weil wir jetzt wissen, wofür er das ganze Geld überhaupt gesammelt hat. So, er hat voll das schlechte Gewissen und so und opfert sein Leben jetzt auf. Wer bist du denn? Erzähl nochmal. Es ist 10 Jahre her, dass ich aus Tywili zurückkehrte. 10 Jahre, seit ich die Jugend Aitens in den Krieg führte und ohne sie zurückkehrte. Ihre Familien, ihre Freunde, ich konnte ihnen nicht in die Augen blicken. Ich konnte unmöglich verstehen, was sie durchmachen. Doch es zu wissen, war genug. Ja, das war's mit Rathofer. Der geht seines Weges. Wir haben ihm geholfen. Der arme Junge. Ich würde ja ihm zusprechen. Ein Stück mit ihm laufen. Ein Stück mit ihm gehen. Und ihm zeigen, dass er ja nicht alleine ist. Und dass schlechte Dinge passieren und so. Aber wir haben keine Zeit, denn wir müssen auf die andere Seite. Uns erwartet nämlich immer noch ein anderer Quest. Und deswegen gehe ich jetzt dahin und mache das, was ich das letzte Mal auch getan habe. Ich gehe auf die andere Seite endlich und freue mich in Keks, dass wir hier auf die östliche Seite wiederkommen unserer Welt, die wir noch nicht so gut kennen. Und darauf freue ich mich halt schon die ganze Zeit, dass wir hier endlich mal weitermachen. Dafür lese ich natürlich den neuen Quest nochmal vor. Artefakte und Burgen. Der Schlüssel für Bonnach war noch in Ariels Rucksack. Sie hat die Tür entriegelt und gesagt, ich solle sie im Inneren treffen. Ariel in Bonnach treffen. Bonnach ist ein Ort, an dem wir noch nicht waren. Den suchen wir jetzt mal. Wir müssen uns hier geschickterweise irgendwie vorbeischleichen an allem, wie immer. Und, ja, auf dieser Inselseite war es dann auch das letzte Mal mit meiner Festplatte irgendwie. Was haben wir hier? Funkelnde Blitzscherbe, aha. So, ich gehe mal... Oh. Voll die Aggro-Viecher! Oh, da kommen ganz viele. Oh. Kannst du mal kämpfen? So. Weil das Spiel gerade eben schon wieder leicht gestockt hat, nehme ich mal alles mit hier. Und was ist hier noch? Oh, sehr, naja, sehr leicht. Naja, gut, machen wir mal. Ich habe ja noch 5 Dietriche. Och, komm, jetzt hört doch mal auf, im letzten Augenblick immer kaputt zu gehen. So. Weil gerade eben das schon wieder kurz ruckelte, werde ich mal kurz nur einen Cut machen, ganz kurz, damit die Aufnahme gesichert ist. Bis gleich. So, geht auch direkt jetzt weiter. Ich wollte das nur nicht alles nochmal machen müssen, wenn irgendwas wieder passiert. Ja, ich habe hier Elite Morgans. Schön. Was auch immer das heißt. Immer blöd, dass die Pfeile irgendwann alle gehen, aber ist ja eigentlich auch realistisch. So. Freie Bahn mit Marzipan. Warte, was haben wir hier? Nabholzbolke. Borke, wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich die gesucht habe. Ne? Und hier wächst das Scheißzeug einfach. Aber gut, man findet ja nicht immer Reagenzien. Also von daher... Dieser scheiß Borka da hinten, ich will mit dem nicht kämpfen. Umgeh es doch einfach. Umgeh den netten, lieben Borka. Borka sind so ätzend. Es dauert auch immer so lange, bis man die besiegt hat, weil die immer so ihre
Angriffsphasen haben. Da haben wir es. Bonlach, endlich. Da, super. So, da sind wir wieder. Was heißt wieder? Wir sind das erste Mal hier und reden mal mit ihr. Das Artefakt muss in der Bibliothek sein. Im hinteren Teil des Schlosses. Geht voran, ich folge euch. Was machen wir hier? Wir müssen das Artefakt finden. Es müsste in der Bibliothek sein, im hinteren Teil des Schlosses. Ich bin Feldforscherin für das Livrarium von Adessa. Ich bereise die Welt und sammle Gegenstände für Gnome, die besser wissen als ich, was man mit ihnen anfangen kann. Dort lebt schon seit Jahrhunderten niemand mehr. Was kaum überrascht, da die Feien es mitten in eine Brutstätte der Murgan gebaut haben. Okay, ich hoffe, sie veräppelt mich nicht und ich hoffe, wir schaffen das. Diesmal, denn soweit bin ich, habe hier nämlich nicht mehr gekommen und dann... Was war das denn jetzt? Achso, habe ich irgendwas entschärft? Ja. Oh oh, werden schon angegriffen, das war's schon. Oh, sie hilft aber, das ist super. Yo. Schön, dass hier die Fallen sind. Ah! Hilfe! Wow. Okay. Ja, das ist toll, dass ich einen letzten Spielstand laden darf. Vor allem, da ich nicht gespeichert habe, glaube ich, oder? Ja, geht automatisch hier. Super. Dann nochmal das Ganze. Prozedere. Kommt selten vor, dass ich sterbe, muss ich sagen. Das Artefakt geht voran. Ich folge euch. Wir müssen das Artefakt... Das mit den Fallen war halt echt fies. Wow. Oh, das ist aber auch ein Vieh, echt. So, sieht schon wieder knapp aus hier. Mach, mach! Oh. Oh. Endlich! Ist sie eigentlich tot gerade? Weil ich sehe sie gar nicht mehr. Nee. Da ist sie noch. Ja klar, das ganze Feuergedönse kam ja von ihr. Das war nicht ohne. Das war aber auch irgendwie gar kein normaler Murlach oder wie die Dinger heißen, ne? Oder, nee, die heißen, oder wie jetzt? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, das war schwieriger als sonst. Aber irgendwie cool. Ja, man merkt halt, wir sind hier jetzt auf der anderen Seite wieder, ne? Das ist hier nicht die westliche Irathel-Ebene oder sonst irgendwas. Wir sind jetzt wieder drüben. Hier geht es auch mit einem Hauptquest weiter. Natürlich sind die Anforderungen hier auch einfach größer. Daran muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Wahrscheinlich übersehe ich hier voll viel. Sollte zwischendurch vielleicht auch mal in die Ecken gucken. Naja, aber ich will halt auch weiterkommen. So. Ah, du schon wieder. Nee, eine Banshee war das, okay. Ja.
So, die ist weg. Die auch. Warte, nee. Hör auf, sie anzugreifen. Wunderbar. Hui, okay. Alles nicht so ohne hier wieder. Aber vielleicht haben wir ja auch ein bisschen Glück und finden dafür auch coole Sachen. Was haben wir denn hier? Oh. Eine Bandruhe. Und ja, aber sehr leicht. Und ich bin ja so gut da drin, ne? Oh, nee, du. Das wird auch wieder nix. Oh, oh. Eins, eins, zwei. Yay! Yay, das ist das erste Mal, dass ich eine Truhe gebannt habe. Unglaublich. Und was sind drinne, Dietrich? Geil, echt. Also ich meine natürlich noch die anderen Sachen, aber wir brauchen das schon. Und, oh Mann. Aber ich habe es geschafft. 86, 87 Parts, keine Ahnung wie viele. Und das erste Mal schaffe ich es, eine blöde Truhe zu bannen. Ja, hallo. Heiltrank, wie schön. Rüttelnde Feinklinge. Oh, und ein Versteck? Das ist ja cool. Ah. Warte, warte. Hier ist eine Falle. Okay. Was war das denn jetzt? Noch eine leichte Truhe. Mal gucken, ob ich es wieder schaffe. Wir üben das jetzt mal. Jawoll. So langsam kriege ich ja doch den Dreh raus, was? Ist hier noch irgendwas? Außer Gegnern? Nö. Dann gehen wir. So, ich beeile mich mal hier, weil der Part wird sonst zu lang. Bin froh, wenn er aufgenommen wurde. Das ist mein Ziel. Boah, zusammen geht das ja recht schnell hier, ne? So, komm mal, jetzt will ich das endlich auch finden, das Artefakt. Das wird aber bestimmt noch gut bewacht, oder? Na? Die sich hier so einfach geschlagen geben? Da ist es. Antikes Artefakt. Mit Ariel sprechen. Das ist es? Nicht sehr beeindruckend, oder? Was da wohl drin ist? Wir können es vermutlich nicht öffnen. Aber mein Auftraggeber vielleicht schon. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Entschuldigt mich jetzt. Ich möchte hier nicht bleiben. Kann ich verstehen. Okay, dann tschüssi. Und weg war sie. Ja, ich würde sagen, wir machen uns dann auch auf die Socken. Das nächste Mal vielleicht eher. Ach, wir können hier sogar rumexperimentieren. Wahrscheinlich kann man sich ja einfach vorsichtshalber noch Tränke machen. Alte Briefe. Oh ja, alte Briefe. Die können wir ja das nächste Mal auch lesen. Was hier denn so drinne steht, weiß ich nicht. Was haben wir hier? Nix. Okay, aber sieht voll cool hier aus irgendwie. Finde ich schön gemacht. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Ja, ich hoffe, es freut euch, dass wir wieder auf der anderen Seite sind und es jetzt hier weitergeht. Und wenn ich hier die Nebenquests gemacht habe, dann geht es mit dem Hauptquest weiter. Bis dann!